Ortlieb und Schulz. Kaffee, Gast und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Gast und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Und es reißt nicht ab in dieser wunderbaren langen Reihe von Gästen und GästInnen. Da rollen sich bei einigen Menschen die Zehennägel hoch, Anja, wenn wir sowas sagen. Auch in meiner Familie ist das Thema Gendern immer noch ein heißes Thema. Ich weiß, wir hatten das ja letztens auch, aber bei uns ist es so richtig ins Blut übergegangen. Ja, und ich bin auch nicht müde, das zu sagen, dass ich das gut finde. Da könnte auch mal gleich die Meinung unseres Gastes vielleicht interessant sein zu. Wobei, ich glaube tatsächlich, dass Sprache ein Spiegel unserer Haltung ist, Anja Schulz. Hallo erstmal. Hallo Erik. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, du weißt, ich bin ein großer Freund vom, oder eine Freundin vom Gender. Aber wenn es darum geht, dass wir wirklich auch Menschen mit Lese-Rechtschreibschwächen haben, Lernbeeinträchtigungen etc., ist es für diese Menschen natürlich schwierig, oftmals das dann im Lesefluss auch mitnehmen zu können, beziehungsweise das aus der Sprache herauszuholen. Gerade auch leichte Sprache sieht ja beispielsweise Gendern gar nicht vor. Ich glaube, wichtig ist, dass die Haltung stimmt und den Rest muss man vielleicht auch ein Stück weit auf die Personen, auf den Personenkreis anpassen, mit denen man dann gerade vielleicht auch im Gespräch ist. Das hast du richtig gut gesagt. Oder wir nehmen einfach immer die weibliche Form. Jetzt haben wir ja sozusagen 2000 Jahre und länger die männliche genommen, sagen wir doch einfach die weibliche Form. Also ich kann nur sagen, wenn man seine Bachelor- oder Masterarbeit schreibt, kann man nicht auf der ersten Seite unten drunter schreiben, dass man zur Vereinfachung der Leseweise dann zukünftig die weibliche Form nimmt. Das war noch, als wir studiert haben. Na, das war bei mir auch schon nicht so. Oh, sehr stark. Ja, so jung bin ich, ne? Toll. So. Wir sitzen heute wieder an einem herrlichen Tag. Die Sonne scheint, der Sommer ist da und wir begrüßen ganz herzlich bei Kaffee, Gast und Inklusion Steffen Bockhahn, unseren Senator. Ich habe mir nochmal genau notiert, wie das hier richtig heißt. Senator für Jugend und Soziales, Gesundheit und Schule und zweiter Stellvertreter der Oberbürgermeisterin. Hallo Steffen Bockhahn. Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. So viel Zeit muss sein. Ein wunderschön. Wie beim Gendern, ich meinte das mitgesagt zu haben, der Hanse- und Universitätsstadt. Ja, aber so ist das, so ist das. Ne? Aber ich finde das übrigens sehr interessant, was ihr, also wenn ihr mögt, redet weiter. Das ist interessant für mich. Du, wir haben 68 Folgen ja nur zu zweit geredet. Das ist so ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet. Jetzt haben wir immer interessante Gäste. Wie ist das so mit Gendern? Und ich bin jetzt auch da. Es du, ist nein, wunderbar. Nein. Aber du bist der zweite Mann. Ne? Ist das richtig, was ich sage? Ja. Also in dieser Runde jetzt auf jeden Fall, wir hatten den Andreas Meinl zu Gast. Den kenne ich. Die sind ja auch eng, wir arbeiten ja eng zusammen, aber sonst sind es nur Damen. Ja, das sagt übrigens auch viel, dass ein Inklusionspodcast sich fast ausschließlich mit Damen als Gesprächspartnerin schmückt. Liegt es an unserer Auswahl? Das kann ein Grund sein, aber vielleicht sind wir in einer großen Sache auf der Spur. Ich will aber die Frage nach dem Gendern gerne noch mit einer putzigen Episode beantworten. Ja, sehr gut. Gästinnen gibt es übrigens wirklich nicht, da rollt sich mir auch alles hoch. Aber das gibt es. Wir haben es gegoogelt. Ehrlich, ihr macht Neide. Aber ja, nur weil es irgendwer mal ins Internet geschrieben hat, heißt das noch nicht, dass es das gibt. Ich gebe zu, bei Mitgliederinnen kriege ich auch irgendwie, also da bluten mir die Ohren. Ja. Und ansonsten, ganz ehrlich, redet wie ihr wollt, macht was ihr wollt. Hauptsache es ist klar, dass es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was die Wertigkeit betrifft, gibt. So ist es. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Und ja, es gibt Situationen, da lasse ich es dann auch weg, alles immer ganz genau zu machen, weil es dann einfach auch in Ordnung ist. Oder mir auf die Ketten geht, das kann auch mal sein. Aber im Großen und Ganzen, ich neige auch dazu, gelegentlich einfach in der weiblichen Form durchzusprechen. Das provoziert übrigens die Leute, glaube ich, also die was gegen Gendern haben, noch viel mehr, als wenn man gendert. Das ist das eigentlich Putzige daran. Und da weiß man dann auch, es geht wahrscheinlich gar nicht nur um Sprache, sondern um noch was anderes. Ich habe mal 2019 den Medienentwicklungsplan für die Rostocker Schulen komplett in der weiblichen Form schreiben lassen. Und? Und habe darüber erst hinterher berichtet. Das hat echt keinen Schwein gemerkt. Es ist niemandem aufgefallen, außer denen, die es geschrieben haben. Die hatten ja aber auch die Ansage, schreibt es bitte komplett weiblich. Aber das spricht ja vielleicht sogar dafür, dass es schon eine Akzeptanz hat. Ja, oder dass es einfach total hochgejazzt wird und immer erst dann ein Thema ist, wenn sich einer darüber aufregt. Das Putzige übrigens, ich wollte dann eine Satzung der Stadt auch durchgehend in der weiblichen Form. Das geht nicht. Da spricht Landesrecht dagegen. Das ist also noch nicht zulässig. So weit. Na, herrlich. Ja, aber ich gehe davon aus, wir arbeiten daran. Ja, ich sage immer, wenn ich das, wie gesagt, auch in der Familie führen wir dieses Gespräch darüber, ich bin Vater einer Tochter, Anja auch, du bist auch Vater. Und wenn ich sozusagen mein Anspruch an die Sache ist, wenn ich möchte, dass meine Tochter auch alle Möglichkeiten hat,
dann ist es doch gut, wenn wir zum Beispiel die Berufsgruppen nicht gleich vorschreiben. Also wenn wir sagen, der Arzt, aber die Erzieherin oder die Lehrerin, sondern wenn wir dann sagen, Ärzte und Ärztinnen, eine gute Sache, glaube ich. Mhm. Können wir uns darauf einigen? Ja, aber was machen wir mit dem Medizinmann? Der ist ja in unseren Breitengraden nicht allzu verbreitet. Noch nicht. Also, der Trend geht zur Alternativmedizin. Ja, ich wollte sagen, wenn wir uns an, also nein, ich hoffe, das im Großen, also, aber du hast recht, klar. Also das ist natürlich, Sprache schafft Bewusstsein. Das ist eine so ganz einfache Geschichte. Und wir übertreiben es auch ein bisschen mit Absicht. Wir sind auch der inklusive Podcast hier bei Kaffee, Gast und Übertreibung macht anschaulich. Ja? So. Das ist ja, deswegen sage ich meinen Kindern auch immer, esst nie so viel wie Vati. Ja. Schaut euch an, was ich zeige euch. Ja, ist, also. die erste oder die Frage, die wir, weil wir hoffen ja auf eine breite Hörerschaft, du bist Sozialsenator, das ist, glaube ich, die Kurzform, ne? Ja. Von Senator für. Erzähl uns doch mal in ganz groben Zügen, was macht ein Sozialsenator? Aus Sicht des Finanzsenators gibt er Geld aus. Mhm. Und zwar viel. Aber tatsächlich, also um das Augenzwinkern wieder rauszunehmen, letztlich, das ist auch das Faszinierende an dem, was ich da machen darf, ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass die soziale Infrastruktur, und zwar im weitesten Sinne, also Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur, Pflegeinfrastruktur, für alle von vor der Geburt bis nach dem Tod in der Stadt funktioniert. Und zwar wirklich vor der Geburt bis nach dem Tod, weil wir sind ja auch als Stadt dafür zuständig, dass es Schwangerschaftsberatung und auch Schwangerschaftskonfliktberatung gibt. Wir sind dafür zuständig, dass es auch nach dem Tod Trauerbegleitung gibt und gegebenenfalls auch eine Sozialbestattung, wenn sich jemand seine eigene Bestattung nicht mal leisten kann. Das sind Dinge, um die wir uns kümmern und alles, was dazwischen drin noch passiert. Also es ist überschaubar eigentlich. Das hat Erik heute Morgen zu mir auch schon ganz schön gesagt, als wir so ein bisschen schon über dich gesprochen haben. Ihr bereitet euch vor tatsächlich. Na so, wir gucken nur kurz, was wäre spannend, was interessiert uns brennt, weil wir laden natürlich unsere Gäste hier im Podcast immer nach dem ein, auch was wir ganz spannend finden. Wenn ihr jemand spannend finden solltet, dann dürft ihr den natürlich gerne oder die natürlich gerne bei uns mal vorschlagen unter Erik. Mach mit at inklusivesrostock.de. Perfekt. Also, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei dem Gespräch hat Erik heute Morgen schon zu mir gesagt, es gibt niemanden in Rostock, der an deinem Senatsbereich vorbeikommt. Und das ist sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich da sage, boah. Also, was ich auf jeden Fall gesagt habe, ist, dass ich finde, dass aus meiner Sicht, ich komme ja nur aus einem sozialen Sektor, du den schwierigsten Senatsbereich hast. Gerade auch mit den Problemen und Konflikten, die wir in den letzten Jahren hatten, aber auch so. Ne? Also wir haben ja wirklich auch mit Menschen zu tun, die Sozialhilfeleistungen beziehen und so weiter und so fort. Also es ist, glaube ich, auch ein sehr hochemotionaler Senatsbereich. Ja, jetzt werde ich gleich emotional. Also ja. Es geht um Menschen. Das ist das Problem. Ja. Nein, ja. Nein. Tatsächlich, ihr kennt mich bei den Kleinen ein bisschen besser, den Hörerinnen und Hörern müssen wir das sagen. Ich neige manchmal dazu und vorzugsweise auch mit dir, lieber Erik, in übelsten Sarkasmus zu entgleiten, aber tatsächlich immer freudvoll. Und, aber es ist, wie du sagst, Anja, also das ist schon schwierig und groß herausfordernd, aber, und das ist der schöne Teil, wir können halt wahnsinnig vielen Menschen auch helfen. Und wir helfen ja auch Menschen, die es gar nicht merken. Also Leute, die, also andersrum, eins meiner liebsten Beispiele ist immer, wenn jemand sein Kind in die Kita bringt, dann mache ich gerne den Scherz und sage, oh, Sie nehmen teil an diesem teilstationären Angebot der Erziehung zur Hilfe. Der Hilfen zur Erziehung, genau. Es klingt also für Verwaltungsmitarbeiter einfach ganz großartig. Teilstationäres Angebot im Rahmen der Hilfen zur Erziehung ist toll. Das ist eine andere Beschreibung für Kita. Und da helfen wir den Menschen in dieser Stadt, dass sie weiter berufstätig sein können. Da helfen wir den Kindern dabei, dass sie nicht nur die pädagogischen Impulse des Elternhauses bekommen, sondern eben auch noch andere. Und da steckt ja ganz viel mit drin und das ist einfach total schön. Wir machen so viel mehr. Das würde jetzt allein die Aufzählung der Leistungen die Dauer dieses Podcasts überschreiten. Aber, und das ist eben der Teil, natürlich hat das ganz viel mit Herausforderungen zu tun. Das hat auch damit zu tun, das gebe ich zu, belastet mich auch regelmäßig,
dass du Enttäuschungen produzierst, dass du Erwartungen nicht erfüllst, dass du vertrösten musst. Aber das gehört irgendwie dazu und da muss man seine Strategien haben und auch da ist dann die Frage, wie man das kommuniziert. Das gelingt mir nicht immer gut, aber du bist ab und ja, an. Da muss ich mal kurz dazwischen, du bist ja schon auch, ich würde sagen, für mich auch bekannt dafür, dass du klare Worte findest und dass du auch gerne den Finger in die Wunde legst. Das wird mir oft vorgeworfen. Ist es schwierig? Ja, na sicher. Also andere unterstellen mir, ich würde Freude an der Provokation haben. Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen wahr, aber manchmal musst du auch provozieren, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Da sind wir bei dem, was wir vorhin im Scherz hatten. Also die Übertreibung macht anschaulich. Das vergegenwärtigt man sich immer dann, wenn man es irgendwie für richtig hält. Aber das ist auch sonst stimmt. Das ist halt ein Teil der Wahrheit. Wie wichtig ist es denn, unbequem zu sein? Man könnte ja sagen, du bist ein Senator und du bist ja... Vielleicht nochmal dazu, der Senator ist ein Wahlbeamter, richtig? Man wird gewählt. Für 7 Jahre. Du könntest dich ja auch gemütlich in deinem Sessel zurücklehnen und die Dinge geschehen lassen und genehmigen oder ablehnen oder unterstützen oder das eben nicht tun. Wie wichtig ist es denn da, immer kritisch zu bleiben, immer mutig zu sein, die Wahrheit zu sagen, anzuprangern, vor der Bürgerschaft zu stehen und zu sagen, Leute, so geht es aber nicht. Es ist vor allen Dingen schwer, weil du musst... immer und immer wieder darauf verzichten, allen gefallen zu wollen. Also das ist vielleicht das Wichtigste, dass man auf der einen Seite mit allen gut zusammenarbeiten möchte, weil man möchte ja Dinge erreichen, aber wenn du das Ziel hast, allen zu gefallen und dich mit keinem zu streiten, dann mach was anderes. Also es wird nichts. Ja. War es immer, ich habe es ja gerade schon gesagt, so, ne, Sozialsenator, war das mal das, wo du gesagt hast, so, ja, das ist meins, also Sozialsenator, mega. Ob man das im Kindergarten in das Poesiealbum geschrieben hat, weil ich möchte werden Sozialsenator. Mama, Papa, Sozialsenator. Ist das jetzt schon Altersdiskriminierung? Du, ich hab aufgeschrieben, lass mich noch eins vorschicken. Sowas nicht. Senator kommt ja aus dem Lateinischen. Ja. Weißt du das? Ja, das Seewex heißt noch. Alter Mann oder Ältester, ist die Wortherkunft. Ja, Herr Senator. Das mit dem Ältesten, das ist ja in der hansischen Tradition auch durchaus nicht ungewöhnlich. Das mit alter Mann, ja, das kommt mit der Zeit. Ne? Also das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, die man so hat. Ich bin jetzt noch 44 und da sagen viele, ach du junger Mann, du. Aber also gefühlt manchmal anders und aus Sicht... ich schaue zu dir auf, Alter. Aus Sicht von Kindern, ja, danke. Wenn ich groß bin, möchte ich vielleicht auch mal genau, so werden richtig. Wie du. Jetzt trittst du schon wieder nach. Aber gut, meine Zeit wird kommen. Tatsächlich... du brauchst halt schon eine gewisse Distanz, also ein Stück Abstand zu dem, was du tust, ohne dich dabei von der Sache zu entfernen. Und um das mal, wir können es ja am Beispiel von Kommune inklusiv machen. Mhm. Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder die Kaffeedose öffnen und mal ein bisschen am Aroma schnuppern. Natürlich braucht dieses Projekt auch Unterstützung. So. Und auch von der Stadt, und zwar in bar und auch mit praktischer Unterstützung aus den Senatsbereichen. Das klappt nicht immer so, wie ihr euch das wünscht. Das klappt auch nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Und manchmal wünscht ihr euch auch Sachen, die ich zwar verstehe, aber wo ich sage, nee, das ist ein Bettenfell. So. Die Frage ist ja, wie wir das hinkriegen, das miteinander ordentlich zu besprechen und dann trotzdem... erhobenen Hauptes rauszugehen und uns nicht dabei weh zu tun. Ich glaube, das, was verbindet, ist ja das Streiten um die gute Sache. Ne? Die Suche nach dem Guten ist vielleicht... Solange man das im Fokus hat, ist alles gut. Aber du kommst ja auch in Situationen, wo du auf der anderen Seite des Tisches jemanden hast, der nimmt das für sich in Anspruch, du kannst es noch nicht merken. Ja, ich komme ja aus dem Bereich Kita, das wissen unsere HörerInnen. Ich war mal bei einer, ich gehe nicht ins Detail, bei einer Verhandlung und da war ich dann doch erschrocken, auch sozusagen, welche Rolle dann doch Geld spielt, auch im Sozialen. Also wie wir davon wegkommen, das weiß Anja aus der Pflege, ich kenne das aus der Kita. Das soll persönlich sein, das soll individuell sein. Wir wollen natürlich von der Betreuung her das alles optimiert haben. Und dann stehen wir am Ende doch da und reden sehr viel über Geld und über Zahlen. Du hast dich in deiner Laufbahn, sind Zahlen immer wieder Thema und du bist du ja auch, also du kennst dich ja auch mit Finanzen aus. Wie ist da der Widerspruch? Wie hältst du das aus? Also wenn wir sozusagen, das klingt jetzt komisch, aber wenn wir Menschen in Schlüssel umrechnen, wenn wir sozusagen, ja, wie gehst du damit um? Das war für mich eine sehr ernüchternde Erfahrung. Da versuche ich tatsächlich genau das zu machen, was ich vorhin gesagt habe. Mich
von der Sache nicht zu entfernen und die individuelle Sichtweise zu verstehen und meine Aufgabe dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Weil wenn du als Leiter deiner Kita damals deine Kita im Blick hast, dann weißt du, wie viele Kinder du hast, dann weißt du, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter du hast, dann weißt du, was du glaubst, was du brauchst, damit das alles gut funktioniert. Und dann hast du deine Kita. Mhm. Wir haben 96 davon in der Stadt. Ja. So. Und in ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch ein paar mehr. Da fängt es dann an, interessant zu werden. Weil wenn wir nur auf deine eine Kita gucken müssten, ne, dann würden wir wahrscheinlich sagen, okay, komm, hau raus, machen wir. Aber so ist es nicht. Und deswegen ist das so ein schönes Beispiel und ist in der Pflege kein Stück anders. Jede Verbesserung im Personalschlüssel, die ich mir fachlich, inhaltlich übrigens ausdrücklich immer wünsche, bedeutet aber, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wo die Leute herkommen sollen. Und das sehen wir ja in der Pflege noch viel dramatischer, als das im Kita-Bereich der Fall ist. Was die Verfügbarkeit von Personal betrifft, Klammer auf, nicht immer nur das Beste, Klammer zu, nächste Klammer auf, aber immerhin den notwendigen Abschluss, wieder Klammer zu, da geht es in Rostock noch relativ gut. Aber ich möchte daran erinnern, es gibt einen Rechtsanspruch für Eltern, einen Betreuungsplatz in der Kita zu bekommen. Ja. Und dieser Rechtsanspruch richtet sich gegen die Kommune, also in Rostock gegen die Stadt. Ja. Und wenn ich keinen Kita-Platz habe, dann muss ich entsprechend Zahlungen leisten, weil ich diesen Rechtsanspruch nicht erfülle. Und das ist ganz schön teuer und im Übrigen nehme ich einem Kind sein Recht auf einen Platz. Also, das kommt ja noch hinzu. Ja. Also muss ich gucken, dass die Anzahl der verfügbaren Fachkräfte ausreichend ist für das, was ich an Standard in der Einrichtung zulasse. Ja. Und das ist genau das, was ich meine. Also du musst aus dem Verständnis für die individuelle Betroffenheit und das individuelle Bedürfnis und den jeweiligen Anforderungen im Konkreten abstrahieren können und so eine Metaebene, kann man sagen, also so eine Draufsicht schaffen, damit du dann die Entscheidung für das große Ganze treffen kannst. Weil die Entscheidung im Kleinen muss im Großen noch nicht richtig sein. Das ist vielleicht ja auch der Abstand vielleicht auch ein bisschen heilsam, ne? Kann man ja, also... Ja, das heißt aber nicht, dass man nicht in die Kita geht. Na, du, wir haben gesagt, du bist Vater, du weißt, was abgeht, du weißt, was los ist. Du in meiner Welt, auch, ne? Wenn genau, die Simone also, nicht da ist, der Name ist an dieser Stelle frei redaktionell erfunden, du weißt, wenn die Simone nicht da ist oder wenn Tina wieder auf Fortbildung ist, du siehst es und du weißt es. Und dann ist es wahrscheinlich richtig, das so zu sehen, weil sonst droht es ja auch zu einer, wie du sagst, die eine Kita machen wir dann so und die andere nicht. Dann droht es natürlich auch in Schieflage zu geraten. Ja klar, und ehrlicherweise passieren natürlich dann so eine Sachen, wo ich mich dann selbst erwische und dann auch lächle, wenn du eine Kita besuchst und weil du eingeladen bist und dann mal rumguckst und dann stellst du fest, also du stellst fest, dass du erstmal anfängst zu zählen, wie viele Kinder, wie viele Erzieher. Ja. Wie ist denn gerade so? Oh, das wäre jetzt toll. Ah, es ist, und dann sagt die pädagogische Fachkraft, ja, Herr Senator, Sie wissen doch. Genau. Und dann sage ich, genau, und das plane ich ja in den Kalkulationen ein. Aber Entgeltkalkulationen und Personalschlüsselkalkulationen sind ein schönes Thema. Damit wollen wir uns nicht belasten. Die aber vielleicht jetzt hier einfach auch nur sekundär. Ich möchte in zwei Dinge nochmal eintauchen. Das ist, weiß ich, dass das auch Anja brennend interessiert. Einmal sozusagen ins Politische und einmal nochmal ins Private. Oha. Also wenn man so ein bisschen sich dein Leben anguckt, das kann man leicht online machen, also du bist sozusagen ein offenes Buch, dann stellt man fest, dass du ja auch ein Ur-Rostocker bist, in Reutershagen groß geworden, dann die nördliche Altstadt. Ich suche immer gerne nach verbindenden Elementen. Wir sind beides die kleinen Brüder. Okay. Oha. Nicht? Sprich weiter, ich lausche gespannt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, also immer der aktuelle Name. Groß. Ach so, die Kleinen, so meinst du jetzt? Du meinst, du hast auch ein großes Geschwisterchen? Ja. Da musst du mal erstmal drauf kommen. Du bist der Kleine und ich bin der Kleine. Ja, richtig. Ich glaube, das macht viel mit uns. Da kannst du ja nochmal eine These zu äußern. Ich glaube, es gibt viele, die das brauchen. Also es gibt eine Studienlage, die sagt, dass sozusagen uns wenig so prägt wie unsere Position innerhalb unserer Geschwistersituation. Ja, wahrscheinlich kommt mein leichtes Übergewicht auch daher, dass ich immer Angst hatte, nicht genug zu essen zu kriegen, weil beim Löwenrudel ist ja das jüngste Kind auch immer zum Schluss dran. Ne? Deswegen muss man als Jüngster ganz nah am Teller sitzen, weil der Arm kürzer ist. Was ist denn dann mit Einzelkindern?
Über die wollen wir jetzt nicht sprechen. Der Senator hat gesagt, wir wollen nicht über jedes dramatische Thema hier reden. Wie ist denn das? Man muss auch das große Ganze im Blick haben. Ich erlebe uns, Anja, wenn wir Mittagspause machen. Möchtest du darüber reden, Anja? Ich erlebe uns trotzdem sehr, sehr ähnlich, wenn es ums Essen geht. Also es wird nichts vom anderen Teller oder, oh, das sieht ja lecker aus, kann ich mal? Nee, danke. Wir gönnen uns nichts. Nee, ist ja auch beim Essen. Andersrum ist es sehr witzig, ich glaube, das haben wir auch noch nie erzählt, wir sind auch nicht wirklich in der Lage, es auszuhalten, unterschiedliche Dinge zu essen. Also wenn wir gemeinsam Mittag essen, ja, beide Königsberger Klops, ja? Muss es immer, immer definitiv auch auf das Gleiche hinauslaufen, weil... Ja, nicht, dass das Gras auf deiner Seite grüner ist. Und dann das wird aber, nicht. Und das Witzige ist, und dann wird auch immer noch geschaut, trotzdem, wer hat mehr auf dem Teller. Das ist. Ja, das ist aber. Also, es ist hier quasi wie bei den Geschwistern. Das ist tatsächlich so. Ich könnte jetzt sagen, wir haben auch dafür in Rostock Hilfsangebote. Ja, ja, okay. Also, wenn ihr da. Die Caritas ist ein guter Träger. In Sachen Chancengleichheit. Auch, ja, ich weiß auch, gar nicht, aber auch Familienberatung deswegen. Also, für mich ist ja, so das ist ja beruflich fast schon eine Familie. Ja. Ja. Auf jeden Fall große Stadtschule, innerstädtisches Gymnasium. Ja. Ein souveränes Abitur gemacht, wolltest du sagen? Hier steht auf meinem Zettel steht 3,0, ja. Herr Senator. Schöner Heimsieg. Schöner Wir drehen Heimsieg. Es mal ins Positive. Kinder, die es vielleicht schwierig haben, wo der Weg nicht in einem Rutsch funktioniert, man kann Senator werden. Ja, wenn man sonst nichts findet. Siehst du dich als Vorbild vielleicht? Bist du ein Vorbild für junge Menschen? Also dazu kann ich sagen, ich bin in meinem Leben des Öfteren gefragt worden, ob ich Vorbilder habe. Und da habe ich gesagt, ich bin ganz schlecht in Vorbilder haben, weil das hat für mich dann irgendwie immer mit Autoritäten zu tun und so. Mhm. Und Autoritäten habe ich also immer ziemlich doll abgelehnt. Das ist mir auch nicht immer gut bekommen, aber ich habe es durchgezogen. Und es gab für mich in meinem Leben ganz, ganz wenig Vorbilder. Da gehören sicherlich meine Eltern dazu, keine Frage. Weil, also wenngleich ich nicht alles so mache wie sie, so ganz falsch ist das nicht. Mhm. Die Erkenntnis kommt ja auch erst später. Mit norddeutscher Zurückhaltung zu sagen. Und dann gibt es für mich ein, zwei Vorbilder, die kann ich nicht leugnen. Da gehört Lothar Wieski dazu, das kann man jetzt googeln. Und dann wird es aber auch schon langsam richtig dünn, weil ich respektiere Menschen, wenn ich finde, dass man sie respektieren muss. Mhm. Aber für Respekt muss man ja was tun. Eine Autorität ist man. Und ich habe also immer schon gemeint, es gibt ja diese schöne Formulierung, Respekt muss man sich verdienen. So, und das finde ich auch. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, dass ich manchmal ganz schön respektlos bin oder gewesen bin oder so. Ich weiß nicht, wo das herkommt, halt das auch für abwegig. Aber es könnte so sein, dass es ein, zweimal passiert ist. Und deswegen sage ich, ob ich Vorbild bin, ne? Nach dem, was ich da eben gesagt habe, das mögen bitte andere entscheiden. Gut. Wobei, weil du das gerade gesagt hast, ich bin ein souveränes Abi, also ich finde 3 ist super. Ey, ich traue es mich gar nicht anzusprechen. Du kannst gerne sagen, sag mal, Erik fragen, was er heute zum Frühstück gegessen hat. Aber wir haben die Woche was Interessantes gelesen, was das Mathe-Abi in MV angeht. Ja. Möchtest du dazu was sagen? Also wir haben das heiß diskutiert. Lustig, dass du das auspackst. Ja, das ist ein spannendes Thema. Weil das ja doch spannend ist. MV kann also kein Mathe. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich fand die Zeit, auf die sie sich berufen, sehr schwierig. Ich war auch eines der Elternteile, die ihr Kind viel zu Hause unterstützt hat. Also wenn ich dieses Jahr mein Mathe-Abi geschrieben hätte, würde ich euch wahrscheinlich die Füße küssen. Du müsstest noch mal kurz sagen. Ach, Anja, möchtest du es erklären? Nee, erklär noch mal kurz. Also die Mathe-Durchschnittsnote in diesem Abitur, in der schriftlichen Matheprüfung, ist glaube ich bei 4,0 bzw. 4,2 Punkten. Mit 5 Punkten wäre man durchgefallen, ist das korrekt? So habe ich es gelesen. Ja. Und 4 ist die Durchschnittsnote. Das heißt, wir wissen, was links und rechts davon sich abspielt. Und jetzt hat die, Steffen, du berichtigst mich, unsere Kultusministerin, Bildungsministerin hat jetzt verfügt, alle kriegen einen Punkt mehr. Ja, und das Ganze hat Gründe. Aber und jetzt kommen wir zu den eigentlich putzigen Fragen dabei. Die hauptsächliche Begründung dafür ist, dass man im Nachgang festgestellt hat, dass der Umfang und Schweregrad der Aufgaben zu hoch war. Und das ist so ein Punkt, wo ich also so als Fußballnationaltrainer am Spielfeldrand stehe und sage, kann man sowas nicht vorher rauskriegen? Das hätten wir merken müssen. Das also sollte man vorher bemerken. Und wie es dann hinterher kommuniziert ist, da glaube ich, war Luft nach oben. Am Ende freut es mich für diejenigen, die jetzt eine Note besser bekommen haben, dass das einiges an Schwierigkeiten nach sich zieht. Das ist so. Mhm. So, und dann kann ich nur sagen, 1997 war ein Abi mit 3,0
keinen Raketenstart. Also da war das durchschnittliche Abi besser. Ich möchte nochmal sagen, ich habe das mit dem Augenzwinkern gesagt, Steffen. Ich finde das eher interessant. Menschen, die wir im öffentlichen Leben haben, Günther Jauch gehört dazu, der gilt ja in jeder Umfrage immer noch als einer der klügsten Deutschen, hat es ähnlich gemacht. Also es, man muss sich ja eher die Frage stellen, und das ist ja auch in deinem Senatsbereich, dass man sagt, erfolgreich wegen Schule oder erfolgreich trotz Schule? Ich würde sagen, erfolgreich mit Schule. Sehr gut. Also das hätte ich jetzt ohnehin gleich noch gesagt. Meine Schulzeit ist geprägt davon, dass ich mich in den frühen 90ern sehr schnell, sehr stark politisch engagiert habe. Klassensprecher, Schulsprecher, Kreisschülerinnenrat mit großem I. Übrigens damals schon. In den frühen 90ern war der Kreisschülerinnenrat in Rostock mit großem I geschrieben worden. Und ich fand also so wahnsinnig viel wichtig und musste mich so viel engagieren, dass ich irgendwie dann auch keine Zeit mehr für Schule hatte. Das habe ich dann auch immer und immer wieder gemerkt. Und dann habe ich ja meine charakterlichen Auffälligkeiten vorhin schon kurz angedeutet. Da sind nicht alle pädagogischen Fachkräfte immer ganz souverän mit umgegangen. Das führte dann gelegentlich zu Konflikten. Und sei es drum, das führt jetzt auch zu weit. Am Ende kann ich sagen, ich habe mein Abitur bekommen. Alles gut. Und dann habe ich eine Weile erstmal was anderes gemacht, bevor ich dann 2002 angefangen habe zu studieren. Und dann habe ich trotz nebenbei noch eine ganze Menge machen, mein Studium in der Regelstudienzeit durchziehen können. Und das habe ich dann mit 1,2 abgeschlossen. Das hier heißt, steht hier auch. Wunderbar, ich war nicht sicher, ob du dazu noch kommen würdest. Das hat mich dann schon ein bisschen stolz gemacht und das hat mir dann auch gezeigt, dass ich vielleicht so bei interessengeleiteten Lernen besser bin als das hat man ganz, und das hat man ja auch ganz oft. Ne? Also bei mir war es schulisch auch, ja, so nachher in der Oberstufe wackeliger, weil man dachte so, ach, warum, wieso, weshalb und keine Lust und so weiter. Und als es aber nachher in Ausbildung und Studium ging, waren die Noten perfekt. Weil da habe ich dann auch tatsächlich die Möglichkeit gehabt, meinen Kopf mit dem zu füttern, was ich für wirklich wichtig empfunden habe. Ne? Aber und ich war im Auswendiglernen fürchterlich schlecht, weil ich auch keinen Bock drauf hatte. Ja. Darauf ist das Schulsystem ja immer noch größtenteils leider abgestellt. Also damals zumindest war es so, dass du einfach ganz viel auch reproduziert hast und nicht angewendet hast. Und, aber jetzt hilf uns, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, teil doch mal den HörerInnen mit, was du studiert hast, weil ich glaube, da musstest du da auch viel auswendig lernen. Oder nicht? Also ich habe Politikwissenschaften und neuere Geschichte Europas studiert. Ja, ich musste ganz viel auswenden. Nee, eigentlich nicht. Nee? Hätte ich jetzt erwartet eigentlich. Nee, also das tatsächlich hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie gesessen und gebüffelt hätte. Natürlich musst du für Klausuren dir auch nochmal angucken. Du hast auch da Grundlagenwissen und dann geht es aber einfach darum, dass du Anwendungswissen hast. Also dass du in der Lage bist, das, was du an Grundlagenwissen erworben hast, in Praxis anzuwenden. Oder auf einen konkreten Sachverhalt anzuwenden. Und das ist ja das eigentlich Spannende. Und das fand ich zum Beispiel im Studium der Geschichtswissenschaften dann deutlich spannender als im Geschichtsunterricht. Also im Geschichtsunterricht, das ist ja, wie gerade festgestellt, häufig so, du sollst eine Jahreszahl sagen, was da passiert ist. Mhm. Im Geschichtsstudium fragst du dich ja, warum ist es passiert? Ja. Und das fand ich eigentlich immer viel spannender. Wir machen nochmal eine kleine Rolle rückwärts. Vor dem Studium bist du beim Radio gelandet. Das ist richtig. Und dazu vielleicht in Anbetracht der Zeit, die leider ja auch in diesem Podcast so knapp ist. Soll ich jetzt Lottozahlen vorlesen? Das kann ich sehr gut. Es ist der heiße Stuhl hier bei Kaffee, Gast und Inklusion. Inwieweit hilft dir das jetzt? Also ich habe nochmal, da stand also sozusagen sowohl Redaktion als auch Nachrichtensprecher. Inwieweit hilft das jetzt als Senator? Also man hat seine Nachrichten übrigens da, wo ich gearbeitet habe, auch selber geschrieben. Das, ich erwarte nichts anderes von guten Journalisten. Ne, tatsächlich ist es aber häufig anders gewesen, damals noch. Anderswo wurde sowas dann geschrieben und du hast es vorgelesen. Also da warst du wirklich nur Sprecher. Das war bei mir ein Stück anders. Ich habe das wirklich selber gemacht, habe meine Nachrichten selber geschrieben und dann auch selber gesprochen. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich werde Lottozahlen vorlesen, Sonntag früh, sind wir ganz große Traum. Das war dein Part? Da, zum Beispiel. Also sonntags morgens in den Nachrichten hast du auch die Lottozahlen immer dabei gehabt. Diese Nachrichten, die immer ohne Gewähr? Nein. Sagt man das nicht mit? Ziehung. Nein, das geht so. Also wir würden jetzt beispielsweise die Gewinnzahlen vom 5.7. Spiel 77? Das wäre, nein, das käme danach. Am 5.7., das ist ja sozusagen der Mittwoch dieser Woche gewesen, in der wir gerade aufzeichnen, da haben wir also das Mittwochs-Lotto, ne? Das ist dann 6 aus 49. Aber kannst du das nicht ein bisschen spritziger oder ist es eher so was Geheimnisvolles, Erotisches? Die Lottozahlen. Ah, sehr gut. 2, 16, 20, 23, 34,
44. Die Superzahl ist die 3. Jetzt alle müsste ich aufstehen. Sind wie immer ohne Gewehrung. Ohne Gewehrung? Nein, ohne Gewehr. Ich wollte nur wissen, ob das ist. Das ist ja so militant. Aber jetzt müssen wir aufstehen. Weil, hast du deinen Lottozettel kontrolliert? Nein, aber ich will, jedenfalls, wie... Du machst doch per App, seit wie ist, also das heißt, als Senator ist es eine gute Sache, wenn man gerade sagt, ja, ich gebe mal selber die Antwort, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Du weißt einfach, wie die andere Seite funktionieren sollte, ja. Theoretisch. Ne? Aber ehrlicherweise ist das für mich auch immer so ein Ding, dass ich so sage, oh, wir haben das früher, damals vor 2 Jahrzehnten, haben wir das aber so und so gemacht im Journalismus. Und dann siehst du, wie es heute manchmal gemacht wird und denkst so... Hui, wie wichtig ist es, die andere Seite zu kennen? Du bist viel also in den alles andere als schädlich. Mit du Medien. Weißt ganz genau, worauf man hinaus will mit bestimmten Fragen, oder? Das ist nicht. Das ist das eine. Du weißt auch, wenn dich jemand dreimal das Gleiche fragt, nur mit anderen Worten, solltest du trotzdem dreimal das Gleiche antworten. Und am Ende, du bist ja Herr deiner Antworten. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal fragen würde, was du ins Poesiealbum geschrieben hast, was du mal beruflich dann würde ich möchtest? Euch nochmal sagen, wollt ihr mich ärgern oder was? Als ich im Kindergarten war, gab es keine Poesiealben. Okay. Aber okay. Das könnt ihr jetzt zurückspulen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Aber was hättest du denn Omi gesagt? Omi, Steffen, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist? Feuerwehrmann, Polizist. Also tatsächlich, die Frage kann ich ja beantworten, weil ich hatte ja als Kind auch mal eine Vorstellung, was ich denn gerne werden möchte. Und ich weiß noch, dass ich selbstverständlich früher auch gerne Polizist werden wollte. Das hat sich dann also nach 1990 brutal geändert. Ja. Da wollte ich dann gar nicht mehr Polizist werden. Feuerwehrmann wollte ich, glaube ich, nie werden. Selbstverständlich wollte ich Kosmonaut werden. Absolut richtig. Das ist also, ich kann an der Stelle übrigens sagen, ich habe in meinem ganzen schulischen Leben genau eine 1 in Kunst und Erziehung oder Zeichnen, wie es in der Unterstufe hieß, bekommen. Und das war noch in der ersten Klasse. Da sollten wir einen Kosmonaut im Weltraum malen. Und also ich weiß nicht, ob man den Kosmonauten erkennen konnte, aber meiner hatte einen roten Stern auf dem Helm. Und ich glaube, deswegen habe ich die 1 bekommen. Also, das kann ich mir nicht erklären. Du hast spannende Stationen durchlaufen. Also, wo setzen wir denn hier an? Mitglied im 17. Deutschen Bundestag mit Direktmandat. Ja. Das finde ich schon mal interessant. Dann habe ich hier eine interessante Randinfo gefunden, das würde mich mal interessieren. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, dessen Handy vom US-Geheimdienst abgehört wurde. Also man geht davon aus, also dass persönlich? Es so ist. Die haben es mir nicht bestätigt. Ne? Ist das verrückt. Aber es ist alles andere als unwahrscheinlich. Aber guck, welche Bedeutung du hast. Lass es mich mal so formulieren. Es gibt Menschen, die behaupten, dass Geheimdienste der Vereinigten Staaten von Amerika sich in deutlich mehr Sachen reinhängen, als sie eigentlich angehen. Ach so, und bei dir ist es einer davon. Ja, man muss dazu sagen, ich bin zu der Zeit einer der Mitglieder des Kontrollgremiums für die Geheimdienste gewesen. Und es ging damals um die Snowden-Affäre. Und ich habe mich da auch öffentlicher, so wie mein Job das von mir verlangt hat, durchaus kritisch geäußert und habe auch so 2, 3, 17 Nachfragen gestellt, ja, die für andere vielleicht doof waren. So, und Herr Senwel, ich meine, wir haben doch alle irgendwie House of Cards geguckt und da ist doch völlig klar, dass man dann sich mal drum kümmert, was macht der Vogel da, müssen wir uns um den kümmern oder nicht. Das wäre ein Erklärungsmuster und lass es mich so sagen, ja, ob die mich dann tatsächlich abgehört haben oder nicht. Das werden die selbst vor allen Dingen am allerbesten wissen, aber richtig ist, es gab ein paar Auffälligkeiten, die waren so beachtlich, dass auch die Bundesanwaltschaft zumindest mal ermittelt hat. Das finde ich interessant. Du warst lange bei den Linken. Fast 28 Jahre. Hier steht 27 Jahre bei mir, du sagst fast 28 Jahre. Landesvorsitzender bei den Linken. Zu den Gründen konnte man viel lesen. Was mich eher interessiert ist tatsächlich, du hast hast das öffentlich gemacht, dass du die Linke verlässt. Und dann hat die Zeit berichtet, die FAZ, die TAZ, der Stern. Ich sage jetzt mal ein bisschen reißerisch, ein Kommunalpolitiker verlässt die Partei. Ja, das ist vielleicht, dass das passiert. Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir, wenn überregional, bundesweit berichtet wird, Steffen Bockan? In einer Riesenwelle. In einer Riesenwelle. Also du kannst, wenn du möchtest, noch was zu den Gründen sagen. Wenn du das möchtest, das musst du nicht weiter. Die Frage zielt eher darauf ab, wenn du sitzt am Frühstückstisch und denkst, mein Gott, jetzt hat die Zeit hat auch noch berichtet. Also ich habe mir diese Entscheidung im Februar nicht leicht gemacht, die ist natürlich auch gewachsen und ich habe dann meine Erklärung an 3 Adressen innerhalb der Partei geschickt, dass ich die Partei verlasse und warum das so ist. Und dann habe ich kurze Zeit später einen Anruf vom NDR bekommen und die haben mich gefragt, ob das stimmt und was und wie. Und dann war mir klar, gut, dann kommen demnächst die nächsten Anrufe und ich hatte keine Lust darüber öffentlich zu reden. Und genau deswegen habe ich dann die Erklärung, die ich geschrieben habe und die ist bis heute nachlesbar, auf meiner Website veröffentlicht und habe die dann über die
üblichen Social-Media-Kanäle noch geteilt und habe mitgeteilt, wer was wissen möchte, kann sich das angucken. So ist es. Ich habe sämtliche Interviewanfragen dazu abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich möchte Herr meiner Worte bleiben und möchte nicht durch Nachfragen irgendwas von dem, was ich mir wirklich sehr genau überlegt habe und aufgeschrieben habe, da irgendwie verwässern. Und wer was wissen möchte, soll sich das durchlesen und dann ist das meine Aussage und fertig. Und dann habe ich in einem Interview dem Tagesspiegel was gesagt, weil der die Geschichte nicht über mich, sondern über verschiedene Leute, die Partei verlassen haben, gemacht hat. Und das war dann für mich okay, weil ich wollte da keine One-Man-Show haben. Und auf die Frage, was das mit mir macht, das hat mit mir gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ja, Kommunalpolitiker bin ich jetzt, aber ich habe ja ein bisschen Vergangenheit tatsächlich in den letzten fast 3 Jahrzehnten. Und bin auch nicht nur einmal als Hoffnungsträger bezeichnet worden. Und ja, wenn dann eine solche Person die Partei verlässt, dann ist das natürlich eine Nachricht, zumal in dem Umfeld, in dem es damals passiert ist. Ja. Wenn man nach 27 Jahren, du hast selber gesagt, du bist jetzt 44, wenn man da die Partei verlässt, mehr als dein halbes Leben hast du dich da engagiert, eingebracht. Ich weiß, dass du auch, sag, wenn es anders ist, dass du auch viele Ideale natürlich immer noch vertrittst. Sozusagen, ich denke an den großen Bereich des Sozialen natürlich. Wie ist das, wenn sowas wegbricht? Was macht das mit dir persönlich? Geraten deine Wurzeln ins Wanken oder sagst du, ich weiß trotzdem, wo ich herkomme und ich stehe da? Oder ist das auch mit persönlichen Unsicherheiten verbunden? Ich war ein Linker, ich bin ein Linker und ich bleibe ein Linker, nur ich habe nicht mehr das Parteibuch dieser Partei. Ja. Und ja, das macht was, weil du bist ja natürlich ein Stück politisch heimatlos. Und jetzt kommt eine ganz große Überraschung, wenn du so eine Partei verlässt, dann heißt das auch nicht, dass du automatisch diese Partei weiter wählst. Mhm. Dann bleibt ja aber die Frage, was denn? Mhm. So, und dann, um das gleich vorwegzunehmen, ich werde nicht jetzt irgendwie bei den Grünen eintreten oder bei der SPD oder sonst was, weil wenn ich das gewollt hätte, hätte ich das gemacht. Das wäre meine nächste Frage. Wer kann jetzt hoffen? Also, es muss keiner Angst haben, es kann auch keiner hoffen. ich drohe nicht mit meinem Eintritt. Ich habe ganz klar und deutlich auch in meinem Schreiben ja gesagt, wenn die Partei irgendwann die Kurve wieder kriegt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir wieder zusammenkommen. Ja. Ob jemals wieder so mit Funktionen und sonst sowas, ob ich da nochmal so investieren möchte, das ist eine ganz andere Frage. Aber hier und heute kann ich sagen, bin ich parteipolitisch heimatlos. Das fühlt sich ganz komisch an, auch wenn es für die meisten Menschen ein Normalzustand ist. Und deswegen weiß ich auch, dass die allermeisten Menschen das Gequatsche jetzt überhaupt nicht verstehen können. Ja. Aber das ist tatsächlich für mich ein Punkt. Ich bin mit 16 in den Laden eingetreten und mit 16 erst deswegen, weil früher ging es nicht. Aber mein politisches Zuhause war das immer. Und das will ich dann an der Stelle nochmal so klar machen. Eines der entscheidenden Motive für mich war Mitte der 1990er Jahre, am 1. Mai 1995, als ich in Rostock nicht nur einmal vor Nazis weggelaufen bin, weil die wussten, wer ich bin und mich gejagt haben. Bin ich in diese Partei eingetreten, weil sie die für mich einzige konsequent antifaschistische Partei war, die die Asylrechtsverschärfung 93 nicht mitgemacht hat und. Mhm. Und dann gab es halt einfach in den letzten Jahren aus der Linken heraus so ein paar Äußerungen, wo ich mir nicht mehr sicher war, ob diese Brandmauer wirklich noch klar und unmissverständlich steht. Und wo aus meiner Sicht nationalistische Tendenzen durch prominente Mitglieder der Partei vertreten worden sind, ohne dass das klaren Widerspruch bekommen hat und ohne dass das sanktioniert worden ist. Und wenn das deine DNA in dieser Partei ist und die wird irgendwie massiv angegriffen, dann musst du halt für dich entscheiden, ist das noch meins oder ist es das nicht mehr. Und klar, steht der Tropfen, hört den Stein oder irgendwann bringst du es fast zum Überlaufen, eins von beiden war es. Mhm. Dann ist es das halt. Ich glaube, was Leute aber verstehen können, ist, wenn man nach 27 Jahren so einen Schritt macht. Sicherlich hast du recht, nicht jeder ist parteilich gebunden, aber wenn man auch, also wenn was nach 27 Jahren kaputt geht, ich glaube, dafür haben die Menschen, das können die Menschen verstehen. Ihr seid immer noch bei Kaffee, Gast und Inklusion. Steffen Bockern sitzt hier, Anja Schulz und Erik Ortlieb sitzen hier. Es ist ein ganz persönlicher Talk. Danke, Steffen Bockern, für diese Offenheit. Frau Schulz, bitte. Genau. Ich würde tatsächlich gerne mit dir nochmal die Chance nutzen. Erik hat es ja schon gesagt, die Zeit ist knapp. Wir würden ja hier nicht ohne deine Initiative sitzen. Das sagen wir mal ganz stimmt, klar. Da war ja was. Kommune inklusiv. Magst du unseren ZuhörerInnen darüber was erzählen? Wir hatten Andreas Meindl hier sitzen als geschäftsführenden Träger, der ja auch für uns maßgeblich zuständig ist. Aber die Grundidee KI, Kommune inklusiv, nach Rostock zu holen, mir.
Ist nicht von dir? Nein. Na dann. Also tatsächlich. Wir erzählen das nämlich immer. Es begann. Ja, das ist eine sehr gute Geschichte. Gut. Da kommen wir wieder an den Punkt, mit Augenzwinkern gesagt, eine Geschichte muss nicht stimmen, sie muss nur verdammt gut erzählt sein. So. Das sagt der Radiomann. Und es begab sich 2015, dass die Aktion Mensch, die ja Förderer von Kommune inklusiv ist, mit verschiedenen Kommunen in Deutschland Interviews führen wollte über die Frage, wie denn eigentlich inklusives Arbeiten in der Kommune funktioniert, wie es vielleicht noch besser funktionieren könnte, was es braucht und. Und da haben die halt irgendwie auch im Rathaus angerufen und dann hat der damalige OB gesagt, hier, mach mal. So, und dann waren die da und dann haben wir miteinander geredet und dann ist aus diesem Interview tatsächlich der Projektaufruf für Kommune inklusiv gekommen. Ja, war ich halt ein bisschen angefixt, weil das ist einfach von der Idee her für mich so begeisternd gewesen, weil du hast heute oft in der Förderlandschaft Menschen, die sich oder Programme, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmern oder Programme, die sich um Gleichstellung kümmern oder Programme, die sich um sozial Benachteiligte kümmern oder. Und die Aktion Mensch ist dann eben hier mit dem Aufschlag um die Kurve gekommen zu sagen, jetzt wird es wieder ein bisschen fachlich, wir haben einen sehr weiten Inklusionsbegriff. Das heißt, bei uns geht es jetzt nicht einfach nur um die Frage, bist du behindert oder sozial benachteiligt oder sonst sowas, sondern wir sagen einfach, jeder, der oder die irgendeine Beeinträchtigung hat, Teilhabe zu bekommen, sei es eben an einem Sommerschwimmkurs, weil mir das Geld fehlt oder weil der nur für Menschen ohne Behinderung ist oder weil der nur für Deutsche ist und ich kann gar kein Deutsch oder. Die alle brauchen ein inklusives Angebot. Deswegen braucht es den inklusiven Schwimmkurs. Und zwar den im weiten Sinne inklusiven Schwimmkurs, wo nicht geguckt wird, bist du Junge oder Mädchen, sondern wo geguckt wird, was brauchst du, wenn du Junge bist und was brauchst du, wenn du Mädchen bist. Wo nicht geguckt wird, hast du Geld oder hast du keins, sondern wo geguckt wird, kannst du bezahlen und wenn nicht, haben wir eine Förderung. Und diesen Ansatz, der eigentlich nichts anderes beschreibt als das, was wir im Grundgesetz so wunderbar in den Artikeln 1 und 3 haben. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das ist zusammengepackt und das habe ich gesagt, ja, big boy. Mhm. Und dann haben wir uns ganz doll angestrengt miteinander, sind nach Bonn gefahren, das war eine schöne Klassenfahrt damals mit diversen Leuten und wir haben jetzt eine von 5 Kommunen aus fast 300 einen Zuschlag bekommen. Das ist einfach, das hast du so wunderbar zusammengefasst, Steffen. Also ich habe Andreas Meindl, habe ich, glaube ich, in dem Untertext geschrieben, er ist der Geburtshelfer von Kommune Inklusiv. Du bist ja dann, was schreibe ich jetzt, der Gründervater? Nee, das klingt komisch. Nee. Wie nennt man denn das? Ich weiß es nicht. Der Freund von Andreas. Ich höre ganz viel raus und das, vielleicht die Frage an dich dazu. Was hat dich daran gereizt? Was treibt dich da an? Und in Anbruch der Zeit gebe ich mal was vor. Ich glaube, dass Chancengleichheit eine große Rolle spielt. Das kann ich mir vorstellen aus deinem sozusagen persönlichen Hintergrund, auch aus deinem parteilichen Hintergrund, aber auch für dieses Projekt. Wir haben das Schülerticket zum Beispiel. Das, finde ich, macht sehr viele Sachen Chancengleichheit. Weiß nicht, kann man sich bei dir nochmal bedanken für? Das ist eine gute Sache. Jederzeit immer gern. Aber wenn du sagst Schülerticket, dann sage ich, es heißt kostenfreies Schülerticket. Ja, weil erst dadurch wird es schön. Ja, und das kommt mir erzählen. Weil das eben, dass das nichts mehr kostet, das macht, das verbindet Rostock. Aber das sollte nur ein Beispiel sein. Wie wichtig ist das für dich, Chancengleichheit? Wie wichtig ist, dass Leute unabhängig ihrer eigenen Situation die gleichen Möglichkeiten haben? Du hast es kurz angerissen, vielleicht kannst du noch mal. Auch wenn jetzt man das vielleicht als politische Schranze oder Stanze oder sonst was bezeichnen könnte, aber wenn wir uns angucken, dass in Deutschland wie in kaum einem anderen Industrieland auf dieser Welt die Frage der eigenen sozialen Herkunft, also haben Mutti und Vati Geld oder nicht, darüber entscheidet, ob ich eine Chance habe, was zu werden, es macht mich fertig. Also es kann doch nicht wahr sein. Und auch da, wenn wir uns das in Rostock angucken, wir haben 4 kommunal getragene Gymnasien. Eins ist in Stadtmitte, eins ist in Reutershagen, die sind brechend voll. Mhm. Dann haben wir eins in Lüttenklein und eins in Dirko. Die sind auch großartig, aber die haben Schwierigkeiten, ihre Eingangszahlen zu schaffen, um als Gymnasium Bestand zu haben. Das sagt mir also, in den Stadtteilen, in denen wir soziale Schwierigkeiten haben, ist die Chance, dass die Kids aufs Gymnasium gehen, geringer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle dumm sind.
So. Ich war in Lichtenhagen. Ich habe es geschafft. Ich war erst in Lichtenhagen, das gibt es leider nicht mehr. Aber es ist Lichtenhagen gibt es noch. Lichtenhagen gibt es natürlich noch. Aber ich war auf dem Stefan-Jansen-Gymnasium. Grüße an der Stelle. Und dann auf dem, darf man das sagen? Ja, klar, du warst auf dem Erasmus-Gymnasium. Ja. Und es war schön. Aber es ist spannend, das zu hören. Und bei mir als Mutter geht natürlich dann gleich durch den Kopf, es ist die Vorbildfunktion der Eltern. Es ist das, was man aus dem Elternhaus mitgibt. Möchte man irgendwann in die Fußstapfen seiner Eltern? Geht es um einen gewissen Lebensstandard, den man halten möchte? Was bewegt Kinder zu sagen, ich mache Schluss nach der mittleren Reife? Ne? Oder ich gehe raus, ich gehe arbeiten. Da kommt ganz viel zusammen. Also da kommt wirklich ganz viel zusammen. Aber tatsächlich sehen wir ja auch aus der Bildungsforschung ganz häufig, dass die Vorbildfunktion eine wahnsinnig große Bedeutung hat. Und wenn du halt erlebst, dass deine Eltern irgendwie damit klarkommen, dass sie von Sozialleistungen leben, ohne dass sie es vielleicht gut finden. Und ich sage auch ausdrücklich, dass ohne jeden Vorwurf. Also es gibt Menschen, die haben nicht gelernt, es anders zu machen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, das ist nicht ein Armutszeugnis für die Menschen. Denen fehlt jeder Anreiz aus sich heraus, mehr für sich und die Gesellschaft zu tun. Und dann gibt es ja zwei Fragen oder zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Die eine ist, das ist nicht meine, die schreien nach mehr Sanktionen. Also ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, Bürgergeld oder Grundsicherung kürzen, damit die auch wirklich arbeiten gehen, die faulen Schweine. Ist nicht meine Antwort, sondern meine Antwort ist eher, ey, sag mal, was müssen wir denn eigentlich machen, um den Leuten zu zeigen, was sie selber für einen Mehrwert daraus haben, auch als persönliche Bereicherung, eben doch sich einen Job zu suchen. Es muss ja nicht gleich irgendwie 40 Stunden knüppeln auf der Werft sein oder sowas. Ja. Also, darum geht es ja gar nicht. Aber einfach nur zu Hause zu sitzen und gar nichts zu machen, ist irgendwie auch ein bisschen schade. Und wenn du aber als Kind erlebst, das reicht irgendwie trotzdem und du kommst rum. Warum sollst du es anders machen? Du musst ja irgendwo den Punkt haben, du musst ja irgendwo diesen Einflussfaktor haben, der dich dazu bringt. Jetzt schließt sich aber der Kreis von vorher. Wir brauchen gutes Personal. Ja. Wir brauchen Leute in Schulen und Kitas, die Perspektiven aufmachen. Oder auch, und das muss ich auch sagen, das würde mich aber als Kind vielleicht auch eher vorantreiben, dass ich sage, ich möchte vielleicht nicht wie meine Eltern zwei oder drei Jobs haben, um uns über Wasser zu halten, sondern zu sagen, ich möchte das gerne, ich möchte gerne eine andere Voraussetzung. Wir sind ja nun mal in dieser Leistungsgesellschaft. Und gerade deswegen gehe ich aufs Gymnasium, gerade deswegen strebe ich ein Studium an. Ich sage es immer aus dem Pflegesektor, weil ich kenne ganz viele Pflegekräfte, die dann wirklich tatsächlich zwei Jobs machen müssen. Das könnten natürlich auch Kinder sein, ne? Aber da liegt es wahrscheinlich auch an den Eltern, die dann sagen, und ich bin tatsächlich eine Mutter und es tut mir leid, ich bin Pflegefachkraft und ja auch in dem Bereich studiert mit Leib und Seele und bin trotzdem so, dass ich zu meinem Kind sage, geh bitte nicht in die Pflege. Ich möchte das nochmal immer ein bisschen zurück. Ich bin trotzdem der Meinung, wir müssen auch von diesem Leistungsgedanken, weil ich das so ein bisschen, es gibt auch andere Dinge, die zählen. Hat sich das getriggert? Das triggert mich immer ein bisschen, das weißt du. Es geht auch darum, wir sind mehr als das, was wir können oder leisten. Wir sind Menschen und das finde ich, sollte man zumindest in dieser Debatte nicht außer Acht lassen. Unsere Zeit ist schon rum. Steffen, das fand ich so interessant, wenn man deinen Weg sich anschaut, bist du stark geprägt durch das, was du erlebt hast. Du hast selber nochmal das mit den Nazis angesprochen. Lichtenhagen hat dich stark geprägt. Ich bin Lichtenheger, also gebürtiger. Ich wohne jetzt in Lichtenhagen, genau. Also alles. Und du hast gesagt, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Das hat nicht ich gesagt übrigens. Ah, du wurdest so zitiert. Ich habe das zitiert. Das du ist hast ja gar zitiert, nicht von genau. Mir. Genau. Ich zitiere, hast du gesagt, genau. Ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Diesen Auftrag siehst du auch ganz klar bei dir, auch als Senator. Antifaschismus ist Tagesaufgabe, ist ein anderer Spruch, den ich sehr gerne mache. Das ist für mich nicht ein Zitat, sondern das, also kann sein, dass das wer anders auch schon mal gesagt hat. Aber es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen, ist ja zitiert von einem Holocaust-Überlebenden. Und da wir uns ja vergangenes Jahr zum 30. Jahrestag in Lichtenhagen getroffen haben, in der Zeit war ich amtierender Oberbürgermeister, hatte ich die Gelegenheit, da laut und deutlich Dinge zu sagen. Und man muss es vielleicht nochmal so einsortieren, Lichtenhagen ist ein Makel in dieser Stadtgeschichte. Der hat nicht originär mit dieser Stadt zu tun, sondern der hat mit Umständen zu tun, die dort kumuliert sind. Aber es ist in dieser Stadt passiert und sich da wegzuducken, das geht nicht. Ist das einfach? Moment, es ist bis zum Herbst, bis zum Sommer des vergangenen Jahres nicht Standard gewesen, dass wir über ein Pogrom gesprochen haben, sondern es waren immer die Ausschreitungen, die Ereignisse oder sonst sowas. Und wir haben vergangenes Jahr zum 30. Jahrestag das erste Mal offiziell von einem Pogrom gesprochen und das war es. Und Pogrome können immer wieder passieren, überall auf dieser Welt.
Und es ist unsere Aufgabe zu verhindern, dass sich Situationen so zuspitzen, dass sie wieder passieren können. Ich möchte dir nicht widersprechen und trotzdem möchte ich sagen, für mich ist das kein Makel. Für mich ist das Geschichte. Für mich ist das wie eine Narbe, die man trägt, die dazugehört, die wir mitdenken. Und da steckt ein ganz klarer Auftrag drin und auch an die sozusagen an die BürgerInnen dieser Stadt zu sagen, nein, nicht mehr. Ja, vielleicht ist das ein Teil unseres Generationskonflikts, Erik. Ja, ist es für dich ein Makel tatsächlich? Ich erzähle das gerne, das habe ich doch schon in drei Podcast-Folgen erzählt. Ich war in Südfrankreich zum Schüleraustausch. Rostock kannten sie nicht, aber Lichtenhagen. Klar. Und dann war gleich die Frage hinterher, ob da noch die Nazis marschieren. Wo ich bin, nerve die Menschen damit, dass ich immer aus tiefster Überzeugung sage, ich komme aus der schönsten Stadt der Welt. Auch das haben wir gemeinsam. Und wenn man das so sieht und man eben mit damals 14 Jahren dieses Pogrom miterlebt hat und du wirklich deine Stadt im Herzen trägst und nach außen trägst, dann ist das ein Makel. Am Ende ist aber völlig nachrangig, ob das ein Makel oder was weiß ich was ist. Es ist passiert. Und folglich kann es wieder passieren. Und wir ziehen da auch eine Verantwortung. Genau. Das ist genau. Und ich muss mal dazu sagen, und das habe ich auch schon genauso wie Erik in mindestens drei Podcasts gesagt, ich wohne in Lichtenhagen. Als ich nach Rostock gezogen bin und gesagt habe, ich ziehe nach Lichtenhagen, habe ich ganz viel, oh Gott, wie kannst du nach Lichtenhagen ziehen, gehört. Ich fühle mich da wohl, in Lichtenhagen passiert viel. Ja. Ich verspüre einen großen Zusammenhalt innerhalb dieses Stadtbezirks. Wenn ich durch meine Straßen gehe, man grüßt sich, jeder kennt jeden, doch auch so in den Straßen. Ich gehe da spazieren mit dem Hund, ich muss auch nachts vor die Tür manchmal. Und es gab noch nie, und das muss ich so sagen, in den letzten Jahren einen Moment, wo ich mich dort unwohl gefühlt habe. Es passiert auch baulich ganz viel. Ja. Super. Aber es bleibt ein Auftrag. Und das haben wir haben das mit der Quartiersmanagerin schon mal besprochen, es bleibt ein Auftrag auch sozusagen, neue Sachen aus diesem Stadtteil zu schaffen. Definitiv. Neue Erinnerungen, neue Definitiv. Bilder, neue, da sind neue Menschen. Steffen, spielst du eigentlich noch Handball? Oder ist das ein alter Bericht? Das ist ein bisschen betagt. Also da, also irgendwie... Du schaust noch Handball, regelmäßig. Ja. Aber da hat die Pandemie mir ein bisschen... ja, aber wir haben eine inklusive Basketballmannschaft, da dürftest du, da dürfte jeder kommen. Das ist auch so eine alte Kriegsverletzung von mir. Ich habe wirklich nie verstanden, wie man einen Ball nach oben schmeißen und dann in den Korb packen. Das ist nicht meins. Herr Bockland liebt gerne Basketball. Die WeWolves, woo! Ja, ich finde die WeWolves ein total wichtiges Projekt und finde das toll, dass es das gibt, klar. Aber es ist nicht meine Sprache. Nee, und auch bei dir greift Wunsch und Wahlrecht. Ja, danke. Danke. Das unterschätzt man immer, sozialpolitische dass man Diskurs. Sagt, wir haben Angebote für Menschen, warum kommen sie denn nicht? Na Mensch, weil nicht jeder Basketball mag. Und das ist völlig legitim. Wir brauchen einfach das Thema Inklusion im breiten Sportbereich auf allen Ebenen. Genau. Die Zeit ist schon weit drüber, Steffen Bockhahn. Hier wird geschnitten werden. Müssen. Nein. Welche Zeitform ist das? Hier wird geschnitten werden müssen. Das weiß ich nicht. Futur 17. Steffen, hier wird geschnitten worden sein, ist glaube ich Futur 2. Das sage ich dann danach. Ich danke dir oder wir danken dir wirklich sehr für dieses offene Gespräch. Ich danke euch. Du bist eine interessante Persönlichkeit in dieser Stadt. Und was ich toll finde, man kann sich an dir reiben, man kann Sachen gut finden, aber zumindest bist du nicht verlegen, darüber zu reden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir mit offenem Visier Themen ansprechen und schauen, was möglich ist. Der Podcast ist auch immer die warme Dusche. Und über jeden, das finde ich wirklich, der sich im Bereich Kommunalpolitik engagiert, der hat schon mal per se ein großes Dankeschön aller Bürgerinnen verdient, weil man steht ja, und auch mit deinem Senatsbereich, wir hatten das alles schon, aber steht man auch mal gerne im Regen. Schön, wenn man ein rotes Band durchschneiden darf, aber wie oft ist es anders? Es fehlt an dem und dem und dem. Also, Steffen, weiter so. Aber Natur braucht den Regen. Und vor allen Dingen Menschen, die das mit ihrer naturgegebenen Haut aushalten oder die einen naturgegebenen Schirm über sich tragen. Also mach weiter so, bleib engagiert. Ja, aber auch. Vielen Dank für dieses tolle Projekt, was wir hier, was Frau Schulz und ich vertreten dürfen. Habe ich mich verzettelt? Wolltest du noch was loswerden? Nein. Entschuldige. Wunderbar. Also danke dir, lieber Steffen Bockhahn. Darf ich noch eins sagen? Ja. Weitermachen. Weitermachen. Das ist das Motto. Auch für euch da draußen. Wenn ihr noch Gäste habt, dann schreibt unter... machmit@inklusivesrostock.de. Wenn ihr wissen wollt, was beim Projekt abgeht, folgt uns bei Instagram oder Facebook oder schaut auf unsere Internetseite www.inklusivesrostock.de. Toll, Anja. Danke, dass du da warst. Das ist fast so schön wie die Lottozahlen. Ja, ich kann vielleicht im Radio. Ich war schon wieder so hungrig, Anja. War das trotzdem okay für dich? Nein, das war super. Oh, danke. Alles gut. Du weißt, du bist meine erste Kritikerin. Ich weiß aber auch, wie wichtig dir
bestimmte, also GesprächspartnerInnen, wir möchten sagen, sie sind alle wichtig, ja. Alle, die wir hier einladen, sind spannend, interessant für Rostock. Aber es gibt auch so Dinge, wo ich wusste, wenn du unseren Sozialsenator hier sitzen hast, dann brennst du für bestimmte Themen. Und da habe ich gesagt, die Bühne ist deine. Oh, Anja. Dann. Aber das ist auch so eine Ressource von Frauen. Und dann, aber so, das werden wir im Nachklapp besprechen. Oh Gott, das ist der längste Podcast. Aber das ist schön. Also, Anja, ich danke dir. Mach doch zwei. Wir quatschen einfach noch ein bisschen weiter und dann zwei Teile. Dann kommst du nochmal. Aber wir müssen wieder schneiden. Wer hat an der Uhr gedreht? Für heute ist hier Schluss. Und es gibt sicherlich Themen, wo wir dich nochmal einladen. Wir haben nicht über brisante Themen gesprochen. Alles, was mit Geflüchteten zu tun hat, ist noch ein ganz heißes Thema gerade in der Stadt. Auch das liegt auf deinem Tisch. Wenn ihr Fragen an den Senator habt, wo könnte man dich erreichen? Per E-Mail vielleicht? Sozialsenator@rostock.de. Sozialsenator@rostock.de. Das können wir uns merken. Also, danke Anja. Danke mir. Danke dir. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Kaffee, Gast und Inklusion. Tschüss. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter machmit@inklusivesrostock.de.